Moin Leute, ShineTales GTV Reviews. Mal ganz anders. Heute das allererste Video bei ShineTales GTV Reviews. Mega krasse Scheiße. Ich bin auf jeden Fall sehr gespannt, wie dieser Kanal sich entwickeln wird. Ihr werdet heute den Noble Chair sehen, im Unboxing auch. Dann haben wir nebenbei, oder beziehungsweise habe ich nebenbei, hier noch. Nebenbei noch eine PCI Express Adapter mit SSD Festplatte noch geholt. Das ist jetzt bloß so nebenbei, das kann ich euch ja mitpräsentieren. Aber das Herzstück heute wird sein dieser Noble Chair, auf den ich mich so lange gefreut habe. Auf meinem Main Channel, der übrigens unten in der Videobeschreibung verlinkt ist, seht ihr nochmal die letzten Minuten. Stunden, Tage, wie man es auch immer nennen will, von diesem Prachtding. Über 10 Jahre auf dem Rücken hat das Teil. Mega Schrott, alles hier noch mit den DDR-Kissen, Alter. Ich bin Ossi, deswegen. Hat mir meine Mutter mal geschenkt, ey. Das ist heftig. Also die Kissen, nicht den Stuhl. Doch, den Stuhl auch, ja. Na gut, da war ich noch nicht so alt. Wo das so weit war. Dass ich mir schon selber was kaufen konnte, so richtig. So, ja, mega krass. Der muss so fucking alt sein. Ich weiß es nicht wirklich. Gut, darum geht es jetzt aber nicht. Wir wollen das Review von dem Noble Chair. Ich bin auf jeden Fall mega gespannt. Wir sehen uns gleich in einer anderen Perspektive wieder und dann werden wir erstmal auspacken. Let's go. Achso, und wir nehmen die Cam zum Filmen, oder? Ich nehme sonst immer die Handycam, aber wir nehmen jetzt den Camcorder. Dann passt das alles ein bisschen besser und ja, die Soundqualität ist einfach viel besser als am Handy irgendwie, keine Ahnung. Es passt eben, es läuft. Schere noch, wa? So Leute, ich wusste niemals, dass so ein Stuhl, ich hätte fast gesagt simpler Stuhl, ich meine, es ist auch simpel aufgebaut, aber mega geil, dass so ein Stuhl so viel Wert natürlich auch, aber so schwer sein kann. Das ist ja heftig, Mann. Was ist daran so schwer? Ja, was ist denn daran so schwer? Ach Leute, was ist hier los? Erstes Review-Video, bestimmt schon die ersten Abonnenten wieder verscheucht. Das ist typisch Shane. Ja, wer mich kennt vom Main-Channel, weiß Bescheid, wie ich ticke, wie ich bin. Locker easy. Bei mir braucht sich keiner verstecken. So, komm her, Junge. Holy fucking shit, Alter. Das ist ja riesig, Mann. Wir werden übrigens im Main-Channel, wir haben meinen Stuhl, den ihr jetzt gerade nicht sehen könnt, die letzte Ehre erweisen, verpasst dieses Video auf jeden Fall nicht. Das war auf jeden Fall sehr chaotisch. Wie die anderen letzten Videos auch. So. Ach du Scheiße. Ach, das wird mega geil. Oh mein Gott. Also ich werde auf jeden Fall den gleich zusammenbauen. Um euch dieses Zusammenbauen zu ersparen. Hier sind erstmal noch die Teile. Ich hoffe, man sieht das so ein bisschen. Um euch das Zusammenbauen zu ersparen, weil das bestimmt auch ewig dauert. Wer das unbedingt sehen möchte, Link ist in der Videobeschreibung. Der Aufbau von diesem... Ach, guckt euch diese Kissen an. Mega krasse Scheiße. Oh, ist das geil, Mann. Richtig geil. Link in der Videobeschreibung zum Originalvideo des Zusammenbauens. Dann brauchen wir das hier uns nicht antun, weil ihr wollt ja den fertigen Stuhl sehen. Ich muss mich immer so weit runterbücken, weil ich gerne die Kamera so tief hängt. Hier, oh, hier gab es noch eine Drohne mit dazu. Das haben sie nicht mit reingeschrieben. Das ist natürlich nice. Nicht schlecht. Mal gucken, ob wir da auch eine Fernbedienung zu finden. So, hier das Herzstück. Naja, Herzstück nicht, aber eben das, wo nachher mein dürrer Arsch drauf sitzen wird. Boah, ist das geil. Ja, komm her, hier. So. Ach, Alter, das ist ja wirklich schwer. Ihr seht jetzt gerade nicht viel. Ich werde nochmal alles im Überblick filmen, dann, wenn es soweit ist. Warum ist der Stuhl so schwer, Mann? Ich meine, gut, das gute Quali. Boah, das Teil ist auch schwer. Hier ist alles schwer. Allein das Ding, was ich hier gerade in der Hand halte, ist bestimmt schwerer als mein ganzer letzter alter Stuhl da. Okay.
Okay, das ist echt heftig. Hätte ich nie mitgerechnet. Das wiegt ordentlich was. Da kannst du schon mal eine Runde pumpen, ja. Nicht schlecht. Ja, da kannst du auch, kriegst du auf jeden Fall bestimmt mehr Muskeln als beim Waschen. So, hier noch ein Kissen für oben. Ja, das andere war das untere Arschkissen. Ne, warte mal, das ist das Arschkissen sozusagen. Also, das heißt Arschrücken, ist es ja mehr. So, jetzt erstmal den Karton. Also, was sich hier in Kartons ansammelt, das ist nicht normal. Den schicken wir dann irgendwann mal zu. Den schicken wir nach Dresden in diesen Karton. Das geht auch nach. Kriegt den nicht mal durch die Tür? Das ist nicht normal. Holy shit, so, wir drehen uns mal um. Kann jetzt schon nicht mehr. Das ist, wenn du nur säufst und so. Na gut, egal. Guckt euch das an, das ist gerade mal so breit wie die Tür hier. Ja, ein bisschen schmäler. So, hier sind die Teile jetzt. Ich baue euch das Ganze auf und dann gucken wir uns das im zusammengebauten Zustand an. Dann ersparen wir uns das Ganze. Ich ziehe mir nebenbei noch hier die Festplatte für euch rein. Nehmt euch erstmal einen Toffee für, ja, da habt ihr verdient jetzt hier fürs Zuschauen. So Leute, nochmal was Kleines am Rande. Hier sind noch ein paar extra Teile. Alles mit drin, ja, ihr müsst kein Werkzeug oder sowas zu Hause haben. Alles mit drin, ihr braucht bloß diesen Imbus. Und die Schrauben werden dann eben, ja, mit diesem Imbus verschraubt. Ganz klingt normal, die Rollen werden nachher auch bloß reingesteckt, ja, da braucht ihr auch nichts verschrauben oder sonst irgendwas. Und wenn dann, wenn ihr was verschrauben müsst, das ist alles mega schwer, das kann man sich gar nicht vorstellen. Aber es ist echt heftig, Mann. Hier noch mein Stativ. Oh, okay. So, jetzt baue ich aber wirklich auf. Was ich noch am Rande sagen wollte, bevor ich aufbaue, ist, wir haben den Noble Chair in Schwarz-Gold. Und zwar im, gut, das brauche ich nicht, ich habe ein Video dazu. Und zwar im Kunstleder. Das Wildleder, das Echtleder sozusagen. War einfach mal 200 Euro teurer und diese 200 Euro habe ich einfach in meine Festplatte extra mit reingesteckt, die ich dazu geholt habe. Wo ich eigentlich das Video jetzt mit reinnehmen wollte, aber das machen wir nochmal extra, das ist besser. Aber ihr habt das wenigstens mal gesehen, das Video gibt es dann auch im Anschluss, beziehungsweise auf diesem Kanal. So, auf geht's, ich baue auf. So Leute, ich mache nochmal eine kurze Info hier. Ich bin noch ein bisschen am Schrauben reindrehen. Jetzt praktisch erste Phase sozusagen, erste Aufbauphase. Ich habe gedacht, ich schaue doch mal vorbei. Es schmerzt ein bisschen am Finger, weil ich hier eine Brandblase habe, die ziemlich die ich erstmal aufgemacht habe. Naja, es ist. Spielt niemand mit dem Licht, es sei denn, ihr seid betrunken oder dicht. Dann merkt ihr es nämlich nicht. Leute, ich muss noch mal was zu der Drohne sagen. Nein, es ist einfach mega krass. Guckt euch das an. Ja, wenn es mal liegen bleiben würde. Film das alles mal mit einer Hand, das ist so nervig. Das ist mega krass, oder? Das ist einfach alles Metall, da ist nichts Plaste oder so. Das ist echt krass. Also das Geld hat sich definitiv gelohnt. Mega nice. Ich bin jetzt schon zufrieden, das Teil ist nicht mal zusammengebaut. Leute, mal ohne Witz. Das Teil ist der Wahnsinn. Ich habe mich mal kurz reingesetzt. Das ist so krank. Das ist so krank. Ich dachte erst, wenn du auf den Knopf drückst, ignoriert man das Chaos. Das ist scheißegal jetzt, ja. Es dreht sich jetzt alles nur um den Stuhl. Es dreht sich wirklich. Ich dachte erst, wenn man hier auf den Knopf drückt, Alter, kommt eine Bedienung und bringt dir Cocktails oder so. Aber so weit ist der Stuhl denn doch nicht. Aber so ungefähr fühlt sich das an, wenn man drauf sitzt. Es ist mega krass. Du drückst, du kannst den Knopf drücken und dann. Voll krasse Scheiße. Ich bin total geflasht, ohne Witz. Oder? Was ist da los, Alter? Mega. Es ist. Guckt euch das Teil nochmal an. Das ist. Ich finde da keine Worte für. Das ist kein Witz. Ich saß das erste Mal da heute drauf und ich dachte mir so. Alter, was ist hier los? Das ist, als ob du im Himmel sitzt, auf einer Wolke. Also, es ist ziemlich hart, aber dieses Harte macht gerade dieses Bequeme aus. So, versteht ihr, was ich meine? Ich sitze hier drauf wie auf dem Thron, Alter. Das ist mega krass. Ich weiß bloß nicht, die Leute, die jetzt ein bisschen kürzere Beine haben, na gut, die sitzen sich denn ein bisschen. Ja, das geht auch. Könnt ihr die Beine bis hier so machen. Guck mal, hier sind ja noch ein Haufen Zentimeter, die hier gerade über sind, die ich hier noch bis hier vorne hindrehen kann. Also, das ist mega, ja.
ist mega krass. Ich filme nochmal von einer anderen Perspektive. Moment. So Leute, wie gesagt, ignoriert das Chaos. Guckt euch das an. Ich sitze hier wie so ein Pascha in seinem Thron, Alter. Das Rollo immer noch verschmutzt. Grüße gehen raus. Okay, das wird das nächste, was aktualisiert wird. 339 Euro. Kunstleder. So ist der Preis. Echtleder nochmal 200 mehr, ja, oder 210, glaube ich, sogar nochmal mehr. Schwarz-goldene Aufmachung. Wir haben hier das Logo hier auf jeden Fall. Jetzt sehe ich wieder nicht, was ich filme, Mann. Ich muss das Display mal kurz rumdrehen. So. Wir haben hier das Logo auf jeden Fall eingestickt, mega nice. Hier sind die Nähte, alles mega krass genäht. Schwarz-Gold, genau wie ich es haben möchte. So. Ich bin so Schwarz-Gold-Fanatiker. Dann hier einmal das Emblem nochmal drin. Lass es Alu sein oder so. Das ist Alu. Hier Schwarz-Gold im Kissen drin. Hier kommt wahrscheinlich noch TSG-TV drunter, wird noch reingesteckt, will ich mal gucken. Dann haben wir hier die Stanzung, mega krass. Und diese schaut ruhig nochmal in dem Tutorial, beziehungsweise in diesem anderen Video von Case King mal rein, wenn ihr Bock habt. Wie gesagt, die Leute sagen auch, ihr habt hier die dickste Lederstärke, in dem Fall Kunstleder, die es überhaupt auf dem Markt gibt, oder beziehungsweise die es überhaupt allgemein an diesen Stühlen gibt, und die breitesten Rollen, die hochqualitativsten Rollen, die zurzeit irgendwie verbaut werden in irgendwelchen Stühlen, und das ist mega krank. Das dient, also die Rollen dienen auf jeden Fall dazu, um besser über Kabel zu kommen, die im Weg liegen oder so, und das Leder ist eben, das ist eben stabiler, und sonst wäre auch diese Stanzung nicht möglich, wenn das Leder nicht so dick wäre, wie es ist. Hier ist nochmal mega mit Stoff verzogen, das ist dieses Gefühl, das ist einfach, obwohl es bloß Kunstleder ist. Ich finde keine Worte, ich muss mich da reinsetzen und dann sage ich, ciao, macht's gut. Ich sitze ja wie im Thron, Alter, das ist so heftig, Mann. Nie mehr Rückenschmerzen, ich fühle das jetzt schon, wie gut mir das tut. Was macht Check24 da, Alter? Warum läuft da Werbung, Alter, was ist los? Okay, was soll's. Ja. Leute, auch wenn meine Bude gerade aussieht wie Chaos, ihr kennt mich bestimmt jetzt noch nicht so lange, wenn ihr gerade zum allerersten Mal auf diesen Kanal gestoßen seid. Das ist nämlich gar nicht mein Main-Channel, wir sind hier nur auf meinem Review-Channel. Mein Main-Channel handelt mehr von Vlogs und Gaming. Wer da vorbeischauen möchte, guckt ruhig in die Videobeschreibung rein. Lasst ihn doch mal mich angucken hier. wenn ich euch mal mit euch erzähle, dann muss ich ja nicht wegfilmen. Was soll das? Was ist los mit mir? Wo bleibt mein Anstand? So, und ja, ich bedanke mich fürs Einschalten, Leute. Das war meine erste, allererste Folge auf Shane TSG TV Review. Mega krass. Ich weiß nicht, was man jetzt noch geil aus reviewen soll. Ich glaube, ich habe jetzt das Geilste rausgedonnert hier. Ihnen erweisen wir die letzte Ehre auf meinem Main-Channel. Schaut doch mal vorbei. Guckt euch das mal an, wenn ihr Bock habt. Und Link in der Videobeschreibung. Und in den Kommentaren pinne ich euch das nochmal irgendwo hin. Mega krass. Ich bin mega zufrieden. Guckt euch das an. Ich sitze echt wie... Ja, sagen wir mal ein kleiner Boss. Okay, wir wollen es nicht übertreiben. Ich sitze hier wirklich wie im Thron. Mega geile Scheiße. Ich bin mega gut, krass, zufrieden. Ich weiß nicht, wie oft ich jetzt mega gesagt habe. Und krass und zufrieden. Und das ist einfach Fakt. Wenn ihr den irgendwo seht als Ausstellungsmodell oder so, setzt euch mal rein. Dann wisst ihr, was ich meine. So, ich bin raus. Shane TSG TV Reviews. Lasst mir ein Abo auf jeden Fall da und ein Follow. Ich bin sehr gespannt, wer mein erster Abonnent wird auf diesem Kanal. Das wird interessant auf jeden Fall. Wir sehen uns. Mein erster Abonnent, das hört sich komisch an. Macht's gut, tschüss. Haut rein. Danke fürs Einschalten nochmal.